Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter hier in der Wüste, in der Gerudo-Wüste und aktuell durchstreifen wir hier die Wüste nach Schätzen und Geisterseelen und haben hier im letzten Part noch eine Stelle zum Buddeln gefunden. Da gehen wir doch gleich mal rein und gucken, welche wunderbaren Schätze wir heben können. Okay, wir haben hier wieder schleimmäßig stark was unterwegs. Warte mal kurz. Mal sehen, ob ich es heute hinbekomme. Ne? Ne, da ist schon zu spät. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr schlecht hier im Sachen, ich fahre mal einen Schleim. Ich guck mal, ob ich das nochmal hinbekomme auf die Schnelle. Ich hätte schon gerne so einen Schleim, weil der ist halt mega stark, ne? Das ist auch so mit das Beste, was man, glaube ich, in der Flasche haben kann. Ich probiere nochmal mein Glück. Ansonsten lassen wir es halt. Ich meine, es ist jetzt nicht super wichtig, aber es ist schon cool dabei zu haben, sag ich mal. Und mit dem Schwert, sag ich mal, wäre es auch nochmal eine Ecke leichter. Ne, warte mal, das will ich hier haben. So. Wo ist er denn jetzt? Toll. Er ist schon weg. Nein. Wie traurig. Na ja, gut. Dann halt nicht. Okay, das ist doch scheiße. So, Drache. Drache. So, bringt mir das was? Nee, ne. Ich krieg wieder gar nichts dafür. Ah, ist das traurig. Und nicht mal eine versteckte Schatzkiste gibt's hier irgendwo. Doch, hier. Nee. Ach Mann, so ein Krug. Ach, toll. Da habe ich jetzt gleich mal einen Schlag ins Gesicht bekommen, sag ich mal. Ich glaube tatsächlich, diese Höhle ist nur für diesen einen Schleim da. Und wenn du den nicht kriegst, dann hast du halt Pech gehabt, ne? Den kannst du halt komplett verkacken, den Schleim. Naja. Darauf erstmal ein Stück Kaffee. Habe ich mir nicht verdient. Aber egal. So. Die Gerudo-Wüste, Leute. Wir haben noch einiges hier zu tun. Einerseits können wir jetzt die Ecken mal so ein bisschen abrennen. Aber ich glaube, nee, hier brauchen wir kein Schwein. Ich glaube, in einigen Ecken brauchst du halt immer das Schwein, um durch die Barrikade zu brechen und dann dort den Schatz zu heben. Guck mal, da hinten ist noch eine Geisterseele, die holen wir uns auf jeden Fall erstmal. Und ich glaube, da oben kann man auch noch mal was buddeln dann. Enterhaken. So. Aha. Das war passend und genau. Jo, da kann ich auch buddeln, genau. Ich sehe es schon. Und da schlagen wir auch gleich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Und holen uns hier noch einen schönen Geist. Ah, schade, wieder nur Geld. Boah, wir werden... Ah nein, wir sind schon wieder so reich. Durch das an. Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Shit. Was soll ich denn mit der Kohle machen? Ah ja. Oh, hier gibt's auch Geisterseelen. Warte, abbrechen. Nein, du bist zurückgewandelt. Nein. Cool, es gibt auch Geisterseelen hier drin. Es gibt auch nochmal, ich glaube, zwei Stück sogar, ne? Oder drei? Okay. Ah, wieder Geld. Aber es kann doch nicht wahr sein. Hilfe. Zack. Und ins Gesicht oder in die Seele.
Jo, kumulanisches Zeichen. Buch plus eins, let's go. Nehmer. Oh Gott, das hat Schaden gemacht. Aber immerhin haben wir wieder ein paar Geister. Und ich brauche die Lampe. Nein. Seht ihr das? Ich brauche die Lampe. Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Hey, das kann ich mir gleich aufschreiben. Ja. Ich krieg hier keinen Schatz, leider. Ich brauche die Lampe. Schade, dass es keine Alternative gibt für die Lampe, ne? Irgendwie Feuerpfeile oder so. Aber nee, sowas gibt's halt gar nicht. Ha! Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, wir haben trotzdem zwei Geisterseelen. Und das kumulanische Buch abgegradet. Oder die Schriften. Aber es hätte halt auch noch eine Schatzkiste sein können. So, haben wir hier noch was? Nope. Ich will gerade mal gucken, dass ich mir das nebenbei vielleicht ein bisschen aufschreiben kann. Ja, hier. Euer Pen. Wo ist der Pen? Hier. Sorry, Leute. Aber das muss unbedingt mit aufgeschrieben werden. Hier. Wüste. Nahe Lager. Buddeln. Mit Lampe. So, genau. Hier brauche ich auf jeden Fall dann das. Okay, wir gehen erstmal in den Angriffsmodus, würde ich sagen. Und schießen die da oben runter. Bam, Alter. Jawolski. Das ist so lustig. So, den auch weg. Wir sind einfach so ein Assassine. Waren das schon alle? Ja, der hat überlebt. Schweinchen kommt gleich zu mir gerannt. Ziemlich nett. Ich hole mir mal kurz ein Herzchen. Ne, das wird nichts mehr. Schade. Aber die Pfeile zumindest. Guck mal, hier sind auch so kleine Schatzkisten drin. Hier ist auch eine. Let's go. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir auf Maximum. Das war der letzte, ne? Ja. Okay, dann rempeln wir mal alles kaputt, würde ich sagen. Also, wir haben einerseits hier Schatzkisten drin. So, und... Jo, stopp! Oh Gott. So, einmal runter bitte. Dann haben wir hier zwei Schatzkisten, zwei kleine wieder. Oh! Ja, dann hier einfach so großer Schlüssel für den Zeitschrein. Das ist auch so komisch. Aber ja, wir brauchen noch einen kleinen Schlüssel, dann können wir den Zeitschrein komplett abschließen. Also, insofern wir mal hinkommen. Und dann war hier noch einer. Ein Herzteil nehmen wir natürlich auch mit. Let's go. Okay. Dann hier zwischen ist nichts weiter. Jetzt wird auch gerade Nacht. Tag. Sorry. Mann. Auf meinem hohen Ross kann ich leider die Tageszeit nicht ändern. Wir wollen aber natürlich gerade Dauernacht. Jetzt ist aber Tag geworden. So, jetzt aber. Okay, und dann laufen wir nochmal eine Runde. Denn wir wollen halt alle Geisterseelen, ne? Das ist unser Ziel. So, Karte. Haben wir ansonsten alles erforscht? Waren wir in jedem Abschnitt der Wüstenmap unterwegs? So, guck mal, da haben wir jetzt nämlich noch eine Schatzkiste. Hier rempel ich mal kurz gegen die Wand, damit ich mir noch die Schatzkiste holen kann. Zack. Oh, das tut weh. Das tut weh. Das tut wirklich weh. So, hier ist keine mehr drin.
Hier müssen wir gleich durch. Hier ist auch keine Schatzkiste drin. Hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Örtchen. Danach sind wir, glaube ich, auch schon fertig mit dem Schweinchen. So. Kleine Schlüssel für die Mine der Goronen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Da gibt es auch nur 3 Stück. Ist auf jeden Fall ein Anfang, ne? Die großen Schlüssel ist nochmal so eine Sache, aber wenn wir alle kleinen Schlüssel haben, können wir auf jeden Fall schon mal die Mine so weit vorbereiten, dass wir bis zum Ende alles, ja, machen können. Sag ich mal. So, zack. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ich habe den Rest der Wüste halbwegs untersucht. Wenn ihr denkt, ich habe nochmal irgendwas vergessen irgendwo, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da werde ich nochmal nachschauen. Da liegt auf jeden Fall... Da liegt einfach ein Herzteil? Was ist das? Was ist das im Real Life? Was ist das im Real Life? Was ist denn das? Verstehe ich gerade nicht. Warum liegt hier ein Herzteil? Warum? Weil ein Insekt ist es nicht. Ich bin gerade verwirrt. Hallihallo! Shit. Und... Bam! Noch ein Schlüssel für den Schattenpalast, leider nur. Helles. Boah, da war auch schon 5 Schlüssel, Alter. Wahnsinn. Aua. Okay, was haben wir hier noch in der Ecke? Nichts weiter, oder? Doch, eine kleine Schatzkiste. Jo, nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, geil, die Bombentasche. Und damit halt auch Bombenpfeile. Geil. Ah, schön. Ah, wie geil. Ja, das hat sich gelohnt. Da können wir jetzt auf jeden Fall auch bei den Goronen ein bisschen was machen, denn... Ja, wir können Bombenpfeile schießen, wir können... uns mittlerweile überall ranziehen. Wir haben den Bumerang. Da können wir ordentlich was machen. Auch in Kakariko noch ein bisschen. Kakariko. Goron. Ja. Da kann man ein bisschen was machen. Okay. Let's go. Das läuft. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Schatzkiste hier. Ah. Auch endlich mal ein Schwert. Sehr schön. Hey, super. Mensch, wir machen heute richtig Progress. Nice. So. Zack. Aber, oh Gott, ich wollte gerade sagen, wir sind immer noch auf geheimer Mission. Aber das hat sich gerade geändert. Wo war denn der? Da oben. Du bist ein Versager. Warum hast du mich nicht gesehen, als ich die Truhe geholt habe? Aber irgendwie juckt es keinen. Eh alle am Pennen. Oh nein. So. Und tschüss. Oh, erst mal Schluck Kaffee. Vor allem ich und mein geiles Holzschwert. Mega. Naja. Zumindest kann ich erstmal ein bisschen Schaden anrichten. Besser als nix, ne? 1000 Rubine, ey, was soll ich denn damit? Ich muss irgendwo Geld ausgeben, Leute, aber ich habe gerade keinen Plan, wo. So. Wir snipern hier weiter so ein bisschen um die Ecken. Und hoffen auf weitere Schatzkisten. So, hier müssen wir mit dem Schwein durchrennen. Nee, das ist Schlüssel. Ah, habe ich den Schlüssel schon? Ja doch, ich habe den, ne? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den Schlüssel. Mann! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Hä, du warst doch eben noch nicht da, oder? Du Sack! Und ihr? Wo kommt ihr her? So. Gleich haben wir's. Der gönnt sich noch einen schönen Braten. Hä, was ist das schon wieder?
Was ist das, was da liegt? Was ist das normalerweise, Leute? Ich verstehe es nicht. Aber ich beschwere mich nicht. Nochmal einen krassen Herzcontainer mitgenommen. Damit haben wir 11 Herzen am Start. Und hier ist noch eine Schatzkiste. Ey, das ist so gut. Oh, die Wüste. Da gibt es einfach mal so viel Zeug. Und noch einen Schlüssel für die Bergruine. Nehmen wir natürlich auch mit. Da fehlt auch nur noch einer. Wir können ab und zu eigentlich jetzt schon in den ganzen Dingern ordentlich was machen. So. Normalerweise hier drin ein Herzteil. Ist wichtig, das Fleisch gut zu vermöbeln, bevor man es kocht. Es war aber schon gekocht. So, noch ein Herzteil, alles klar. Das blieb standardmäßig. Okay, das läuft doch ganz gut hier. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Bis jetzt auch keine Geisterseele hier. Normalerweise ist hier drinnen eine. Komme ich auch rein, ne? Jo. Kommt jetzt der Fight? Jo. Normalerweise hat man keinen Morgenstern, wenn man diesen Kampf macht. Aber mit dem Morgenstern ist das viel lustiger. Ja, mega. Hat ja gar keine Chance. Er ist einfach dauergestunt. Weiß nur nicht, ob das was bringt. Ja, das war's. Dauergestunt einfach. Okay. Jetzt fackelt hier jetzt alles ab, ne? Das ist auch so ein Penner eigentlich. Ich dachte immer so, ja, voll der ehrenhafte Kämpfer, weil im Schloss Hyrule ist er dann auch so unser Kumpel. Ja, er akzeptiert uns halt als ehrenhaften Gegner. Und er, nein, er haut ab und fackelt halt die Bude ab, ne? Das ist auch so eine Sache. Die verstehe ich nicht ganz. Ich hätte echt gedacht, der ist so ein bisschen ehrenhafter. Der Typ. Du, 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 du. Ja, für die Wüste an sich haben wir halt gar nichts. Also für den Wüstentempel. Deswegen ist es lohnt sich, glaube ich, jetzt auch gerade gar nicht so sehr. Ist das klug? Ja. Es lohnt sich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so sehr, jetzt hier in der Wüste weiterzumachen. Weil im Tempel wird man nicht so weit kommen. Da ist nicht so viel, was wir machen können. Wir haben halt gar keinen kleinen Schlüssel. Ein bisschen was können wir machen. Wir werden es aber auch hundertprozentig nicht completen hier. Okay. Machen wir uns erstmal zum Wolf. Ich glaube, oben brauchen wir auch wieder eine Lampe. So, hier ist auch nichts weiter los. Oben auf jeden Fall eine Geisterseele. Nummer 31 mittlerweile. Und eine weitere Spiegelschärpe. Was? Er sagt mir, es ist die dritte. Oh. Gut, dann ist es auch die dritte. Ja, weil die erste wird wahrscheinlich nicht mitgezählt. Alles klar. Genau, hier brauche ich nur eine Lampe. Das schreibe ich auch nochmal mit auf. Lampe. Vor Wüstentempel. Aha. So, alles klar. Und ja, wir könnten jetzt in den Wüstentempel rein. Ich würde aber sagen, wir gehen erst nochmal zurück. Denn, wenn wir jetzt ins Lager zurückkehren, ist das ja abgefackelt und da gibt es jetzt auch Geisterseelen. Soweit ich mich erinnere. Erstmal einen Schluck Kaffee. Genau, da ist nämlich eine Geisterseele. Aber ich würde sagen, Leute, wir beenden heute die Folge ein bisschen früher, weil ich ein bisschen vorproduzieren muss für den Urlaub. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, ja. Beim Einschalten. Was ist denn los heute? Ja, beim nächsten Mal wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.